Der 16-jährige Michael Bever soll mit seinem älteren Bruder, seine Eltern und die drei jüngeren Geschwister in der eigenen Wohnung erstochen haben. Am Tatort fand man mehrere benutzte Kampfmesser und ein blutbedecktes Beil. Doch eigentlich sollte es mehrere Tote geben. Wir schauen uns nun mal das Polizeiverhör von Michael Bever an. Also wie ich dir schon sagte, mein Name ist Eric und ich bin ein Detektiv von der hier zuständigen Polizei. Das hier ist meine Kollegin. Sie hat dir bestimmt schon von den Toten und Verletzten von vergangener Nacht berichtet. Wir wollen mit dir nun etwas Zeit verbringen, mit dir reden und ein paar Dinge besprechen. Auch werden wir ein paar Fragen stellen. Du darfst natürlich auch Gegenfragen stellen, das ist kein Problem. Ich möchte nur sicher gehen, dass wir alle die Wahrheit erfahren und uns untereinander austauschen, okay? Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Du hast diese Liste an Rechte vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen oder davon gehört? Die Rechte gehen wir nun mal zusammen durch. Wenn irgendetwas unklar sein sollte, sag einfach Bescheid. Ich möchte natürlich sicher gehen, dass du hier alles verstehst. Du hast das Recht zu schweigen. Du musst keine Fragen beantworten oder eine Aussage machen. Alles, was du sagst, kann vor Gericht gegen dich verwendet werden. Du hast das Recht auf einen Anwalt. Wenn du dir keinen Anwalt leisten kannst, können wir dir einen zur Verfügung stellen. Den Anwalt kannst du dir dann vor oder auch während der Befragung zur Rate holen. Wenn du Fragen beantworten möchtest, kannst du das auch ohne Anwalt tun. Du hast das Recht, deine Beantwortung auf die Frage jederzeit abzubrechen. So, du hast alles verstanden? Ja, habe ich. Okay, gut. Dann werde ich mit dir jetzt die Verzichtserklärung durchgehen. Bitte schau sie dir mal mit an, dann kann ich hier sicher gehen, dass du sie auch verstehst. Darin steht, ich habe die Erklärung meiner Rechte gelesen. Darüber hinaus verstehe ich die Rechte. Hiermit willige ich ein, dass ich die Fragen beantworte und eine Erklärung abgebe. Ich möchte aktuell keinen Anwalt. Ich verstehe und ich weiß, was ich tue. Es wurde mir kein Versprechen, keine Drohung oder kein Druck in dieser Art gemacht. Ja, wenn du damit einverstanden bist, bitte ich dich hier einmal zu unterschreiben. Gut, dann bitte lest dir den Punkt 1 bis 4 durch und beantworte die Fragen. Also schreibe ich hier meine Highschool rein? Ja, genau. Du sagtest, du hast einen Abschluss, oder? Ja, habe ich. Gut, okay. Okay, das ist alles, was wir brauchen. Du warst in der Highschool, um später eine Ausbildung anzufangen. Und bei Einfluss von Drogen und Alkohol hast du mit Nein geantwortet. Und du kannst die englische Sprache lesen und schreiben, was man offensichtlich ja auch sieht, ja? Ja. Jawohl, perfekt. Nimmst du irgendwelche verschreibungspflichtigen Medikamente? Nein. Gut, du weißt, ich wurde in diesem Fall komplett neu eingebunden. Also würde ich gerne über den Anfang reden, darüber, wo alles begonnen hat. Erzähl mir einfach alles, was passiert ist, denn ich brauche eine Menge Details und Angaben, damit ich verstehe, was du alles durchgemacht hast. Okay, dann fange ich mal an. Es ist ungefähr 2 Monate her, als wir angefangen haben, uns darüber Gedanken zu machen. Wen meinst du denn, wenn du sagst wir? Ich und mein Bruder. Okay, dein Bruder. Wie ist sein Name? Robert. Robert? Und wie alt ist er? Er ist 18. Ah, okay. Entschuldige mich. Mach bitte weiter. Vor einigen Monaten kamen wir auf die Idee, das Ganze anzufangen. Wir unterhielten uns über Amokläufe und ähnliches, okay? Ich hatte das erst nicht ernst genommen. Dann kaufte er uns eine Schutzweste und weitere Ausrüstung. Wo hat er denn die Schutzweste gekauft? Von eBay und Amazon. Also legal. Hat dein Bruder einen Job? Ja, er hatte einen Job als Mikrofontechniker. Er hat aber gekündigt, da es bei ihm eskaliert ist. Er beschäftigte sich aktuell nur noch mit Waffen. Am 30. Juni kam er zu mir und sagte, er habe herausgefunden, dass er in Oklahoma legal Waffen kaufen kann. Okay? Und ja, das war dann der Zeitpunkt, an dem ich auch mit angefangen habe.
Warte mal, du sagtest, dass er neben der Schutzweste noch weitere Sachen kaufte? Was war das noch alles? Neben der Schutzweste kaufte er sich noch Kampfmesser und Schusswaffen mit Munition. Okay, und woher kaufte er sich die ganzen Messer? Auch von eBay. Okay, kannst du mir sagen, wie viele Messer das waren oder wie sie aussehen? Ich denke, er hat so um die 38 Messer. Welche das waren, weiß ich nicht. Okay, woher hat er denn die Schusswaffen mit der Munition gekauft? Er kaufte sich die Waffen online. Ich denke, die Website heißt Bud's Waffenladen. Er kaufte sich eine Schrotflinte und eine Pistole. Die Waffen wurden dann von woanders mit dem Schiff nach Amerika verschickt. Okay, das heißt, die Waffen kamen dann zu einem Waffenladen hier in Broken Arrow? Ja. Wo ist dieser Waffenladen? Mein Bruder meinte, 7 Meilen von uns entfernt. Er wollte mit dem Fahrrad dorthin fahren. Dort holte er dann seine Schrotflinte und seine Pistole ab. Und woher hatte er die Munition? Die Munition wurde extra in einem kleinen Paket an unser Haus verschickt. Okay, weißt du zufällig, wie sein eBay-Nutzername war? Ich weiß nicht, ob du schon mal was auf eBay verkauft hast. Ich habe bisher nur einmal was gekauft, noch nichts verkauft. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Also, dein Bruder hat Waffen gekauft, weil ihr euch über den Amoklauf und über das Töten unterhalten habt, richtig? Ja, und dann fing er auch noch an, mit den Waffen zu spielen. Okay. Ich hatte mitgemacht. Ich dachte mir nichts dabei. Du hast dir dabei nichts gedacht? Nein, nicht wirklich. An dieser Stelle muss ich noch jemanden erwähnen. Wen denn? Meinen jüngeren Bruder Christopher. Wie alt ist er? 9, denke ich. Ich habe auf ihn eingestochen. Mit was hast du auf ihn eingestochen? Mit meinem Messer. Wie sieht denn dein Messer aus? Es ist grün, also es hat einen Griff mit Camouflage-Aussehen. Okay, zeig mir mal, wie groß das Messer ungefähr ist. Ungefähr so groß. Okay, was hat Christopher gemacht, während du auf ihn eingestochen hast? Er war schon auf dem Boden im Badezimmer. Mein älterer Bruder hat schon auf ihn eingestochen. Robert hat mich darum gebeten, ihm zu helfen und nochmal auf Christopher einzustechen. Wow, wirklich? Und wohin hast du dann gestochen? Hierhin. Okay, geht es dir soweit noch gut? Sag Bescheid, wenn du eine Pause brauchst. Also Christopher lebte noch, als du auf ihn eingestochen hast? Wie hat er reagiert? Er hat nur noch geschrien. Okay, du sagtest, es wäre im Badezimmer passiert? Ja, genau. War noch jemand in dem Badezimmer? Ja, ich denke meine 4-jährige Schwester Victoria. 4 Jahre alt, okay. Ich möchte mit dir darüber gleich nochmal sprechen. Aber wir müssen erst die chronologische Reihenfolge beibehalten. Also lass uns kurz zurück. Die Munition wurde direkt zu euch geliefert. Dann habt ihr die Pläne gemacht. Erzähle mir mal über diese Pläne und worüber ihr gesprochen habt. Wir hatten jeden Abend geplant. Wir hatten große Serienkiller als Vorbilder. Hattet ihr ein bestimmtes Ziel bei eurem Amoklauf? Ja, mein Bruder meinte, dass wir um die 50 Personen umbringen wollen. Okay, erzähl mir doch, wie und wo ihr das Ganze starten wolltet. Zuerst wollten wir alle in unserem Haus töten. So können wir alle übers Wochenende bestellten Pakete mit Waffen und Ausrüstungen unbemerkt annehmen. Ihr wolltet also zuerst die Messer für eure Familie benutzen und später die Schusswaffen? Ja. Ich denke, die Schüsse wären zu laut gewesen.
Deswegen waren wir für die Messe. Dann habt ihr euch einen Tag rausgesucht, um die Tat durchzuführen. Ja, gestern Nacht war geplant. Wie wusstet ihr, wann ihr genau zuschlagen müsst? Naja, wir haben gewartet, bis alles still war und uns die Personen einzeln rausgesucht. Wie habt ihr euer Datum definiert? Wir mussten verfolgen, wie weit die Pakete mit der Munition und Waffen sind. Danach haben wir uns gerichtet. Wir wollten nicht, dass unsere Familie irgendwas davon sieht. Also töteten wir sie, bevor die Lieferung am nächsten Tag kam. Also habt ihr in eurem Zimmer bis Mitternacht gewartet? Ja, haben wir. Unsere 13-jährige Schwester kam dann aber ungeplant zu uns, um uns mitzuteilen, dass unsere Katze in der Küche eingeschlafen ist. Den Moment ergriff mein Bruder. Er packte sie, stich ihr mit einem Messer ins Genick und schnitt ihr in die Kehle. Für kurze Momente konnte unsere Mutter die Schreie hören. Wenige Sekunden später kam sie zu uns und wollte sofort die Polizei rufen. Doch mein Bruder sprang auf sie, riss sie zu Boden und stich ihr mehrmals in den Rücken. Dann ging alles ganz schnell. Robert ging in das Schlafzimmer unserer Eltern und tötete dort unseren Vater mit mehreren Stichen in die Brust. Auf dem Weg dorthin rammte er unserem kleinen Bruder Christopher sein Messer in den Nacken. Christopher konnte dann trotz Messer noch ins Badezimmer kriechen. Nach kurzer Weile alarmierten die Nachbarn jedoch die Polizei. So dauerte es nicht lange und die beiden Brüder waren festgenommen. Die 13-jährige Schwester, die als einziges Familienmitglied überlebte, identifizierte die beiden Brüder vor der Polizei. Sowohl Robert als auch Michael Bever wurden zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und das war's auch schon. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, falls du es immer noch nicht getan hast. Und klicke auf die Glocke, damit Benachrichtigungen über neue interessante Videos pünktlich bei dir ankommen. Bis zum nächsten Mal.